Eine Affenseele! Du hättest nicht herkommen sollen! Ja.
Ich decke dich, Bruder. Nicht herkommen sollen. Genç gerek. Bedeluk ani kayıt. Medjay, großer Krieger, komm. Ich verkauf dir, was du willst. Du brauchst was, ich hab es. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Reda hält dir den Rücken frei in diesem verlassenen Land. Du bist doch nur ein Junge. Wie bist du an so einen Schatz gekommen? Gepflückt vom uralten Sand der Wüste, den versunkenen Schiffen des Nils, von Hand veredelt von Jungfern der Götter. Waffen geschmiedet in nubischen Minen, persische Juwelen und assyrische Schätze. Ich hab sie alle! Verstehe. Du bist weit gereist für dein junges Alter. Kann man sagen, Neb. Ich hab schon sehr viele Wüsten mit meinem Kamel durchquert. Lass mich sehen, was du hast. Komm! Sieh dich um. Wenn du willst, guter Neb, habe ich auch noch andere Aufgaben. Amun-Re, sei Dank. Bayek, ist in du bist zurückgekehrt. Hallo, Toma. Bayek! Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten. Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Ach, Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Tschitsche-Lager.
Ich hole diese Werkzeuge zurück und kümmere mich um den Hauptmann. Benipir sagte, die Werkzeuge sind im Schetje-Lager. Und der Hauptmann, der dahinter steckt, ist auch im Schetje-Lager. Ist das Bayek, der Medjay? Das ist für meinen Freund. Was? Stirb, du Wurm! Ich sammle die Truppen! Benipis Werkzeuge. Das ist alles. Benipir wird sich freuen, das zu hören. Hey, was? Was? Stirb, du Sau! Bin in Reichweite! Ich leide. Mir entkommt dich. Bayek, wie ist das gelaufen? Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Mach schon, nimm eine. Sie sind alle gleich viel wert. Dieser Speer ist scharf und lang.
Du kannst Abstand halten und deine Feinde trotzdem verletzen. Vielen Dank, mein Freund. Komm. Gern jederzeit wieder, Bayek. Wow. Wie sieht es denn hier aus? Die Nekropole war immer sauber. Aus Respekt. Tiere nutzen die Nekropole als Versteck. Deswegen sieht es hier so aus. Zu lange her, mein Sohn. Großvater, ich habe dich vermisst. Ich wünschte, du hättest Remo gekannt.
du hast es. Kriege ich es zurück? Whoa. Bayek, willkommen! Hey, Arno! Drei Position gerecht! Misten? Hanem es nefer! Hem hot et nefer, Bayek. Eyano, mi! Gute Wahl, Bayek, mein Freund. Schau dich ruhig um, mein Freund. Grüß Hepzifer von mir. Beschützt den Neb! Gib den Weg frei! Whoa! Yalla.
den Gegner auf! Ich muss weiter! Kein schwerer Schuss. Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Du kommst hier nicht vorbei! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Ich muss weiter! Ich muss weiter! Sie sind tot! Rabia! Bayek! Wie schön es ist, dich wieder in... Du hast Zenu wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes, altes Mädchen. Wie du, hä? Bayek! Hepzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Kar gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Die Arznei könnte hier überall sein. Senno kann mir helfen. Rabia wartet auf die Medizin. Thank you.
Oh. Ha. Ha. Any suggestion? Was ist passiert? Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Wir Soldaten haben uns hinausgeworfen. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut, eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen. Aasgeier, sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Sei vorsichtig, Bayek. Halt! Bleib stehen! Hey! Das war's! Stirb! Was? Da bist du! Hey! Ich freue mich schon drauf, ein paar Gedärme rauszureißen. Hey! Wer bist du? Ich schlitze dich! Hey! Was? Da bist du ja! Hey, was? Was? Ich bring dich um! Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Bei all der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein.
Anikrayet. Anikrayet. Aus dem Weg! Das war's!
Thank you.